Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Ja, und jetzt haben wir 5 Runden T1 HMC vor uns. Das wird ein Spaß oder, naja, okay. Also mit einer 75% Crew wird das bestimmt nicht spaßig. Eine Arti zu fahren, das ist nicht toll. Aber, boah, ist mich egal. Und irgendwie hätte ich ja eigentlich eine Lüftung haben müssen, aber ich hatte wahrscheinlich irgendwo einen Lichtantrieb auf Lager liegen gehabt. Kostenlos und dann habt ihr ihn reingewurschtelt. Okay, aber ist auch egal. So, wir fahren einfach los und dann gucken wir mal, was passiert. Also mit der... Die hat ja eine schöne Reichweite, aber mit der flachen Flugbahn ist halt immer so eine Sache. Man muss dann auch ziemlich weit wegstehen, um irgendwo ranzukommen. Ansonsten, wenn man zu nahe ist, dann kommt man nicht über irgendwelche Hindernisse weg oder so. Das ist dann auch schlecht. Also, so oder so, egal, wir machen... Gehen rein und mal gucken, was rauskommt. Bislang war das nicht viel, 20%. Das heißt, 1 von 5 Gefechten hat man gewonnen. Ob das diesmal mehr werden, weiß ich nicht. Aber egal. Ja, okay, dann haben wir Lakeville. Tier 3. Ja, okay. Jetzt schauen wir, ob ich hier im Tal was machen kann. Was haben wir auf der Gegenseite? Eine FTBS, die müsste fahren. Ich kann mich hier hinten irgendwo hinstellen. Okay, aber... Schauen wir mal, wie spaßig das wird. Wann ich überhaupt treffe. Mal abgesehen von der Crew selbst, meine Intuition... Die andere fahren, die ist oft irgendwie fürchterlich schlecht. Das ist beim Arti-Spielen sehr, 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 sehr irgendwie von Nachteil. Ich will nicht so weit ins hinter dem. Ja. Oder tut's wohl leid. Boah. Der war gut. Schau mal. Der weiß also schon mal, dass ich da bin. Ah, haben wir noch einen, ne? Den können wir noch nehmen hier. Gut. Jetzt bleiben die alle schön dahinter. Na, kommen im Moment nirgendwo dran. Wo steht denn die BS hier, die FT? Wieder geschossen. Ich habe sie nicht gesehen. Das ist blöd halt. Steht hier irgendwo hinten. Ich gehe mal von aus, dass sie hier steht. Hier hinter. Naja, da steht sie. Muss mal ein bisschen gucken. Irgendwie kommen die hier. Fliegen aber auch manchmal da weit vorbei, ne? Ich
erstmal eine reingehauen. Er kommt schon relativ weit, ne? Mist. Mist. Kommen wir nicht mehr hin da. Das ist das Problem. Ja, klasse. Nicht helfen. Toll. Nichts mehr machen, jetzt kommen sie eh hier um die Ecke. Der hat so viel treffen können mit der Art, die FTBS. Die haben sich da auch viel zu offen hingeplatziert, da bei uns in der Mitte. Finde ich, das ist meine Meinung. Die Gegner haben viel besser auf Arti-Deckung geachtet. Sich da immer hinter den Felsen gequetscht, während unsere irgendwie viel zu offen da rumstanden und sich da immer von der FTBS da haben einchecken lassen. Aber glaube ich jedenfalls. Also ich muss mal gucken, wie viel die gemacht hat, wie viel Schaden. Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden die jetzt gemacht hat. Hörte sich jedenfalls so an. Naja, so viel hat es auch nicht getroffen. 319, 224. Aber es ist einfach nicht so für die... Ich hätte die gerne getroffen hier, die FTBS, aber... Dann ist das Blöde, dass die seit dem Update mit dem Tracer nicht mehr so genauer nach dem Tracer zielen kann. Sie stehen irgendwie zu weit, der ist zu ungenau, der Tracer, am Ende, wo die steht. Ja, du kannst zwar viel besser sehen, wo ungefähr die Arti steht, aber wo sie dann genau steht, ne? Das ist dann leider nicht mehr so sichtbar wie früher. Ist aber schade. Egal, wir schießen nochmal. Wie gesagt, naja, nochmal die gleiche, ist auch nicht besser, ist mal nur die andere Seite. Tja, aber auf der anderen Seite genau das gleiche. Ist eine gute Frage, ob wir dahinter mit dem Tal helfen oder ob wir lieber mit irgendwo helfen. Ich fahre erstmal darüber und mal gucken, was die F10-Pack macht.
ich will jetzt nicht mit der Zug fahren. Ja, nichts. Ja, ich guck mal, ob das besser ist, aber ich glaube meistens nicht. Ich mag die nicht so sehr, diese Ansicht, aber mal gucken, ob das besser wird. Hilft mir jetzt nichts. Ich komme noch nicht mal da hoch. Nö. Mal sehen, wie schlecht das ist hier. Ich müsste, glaube ich, eher kann man nicht dran, das ist das Problem. Der müsste weiter vorkommen. Aber ich komme da am besten dran. Die komme ich hier nicht dran, das ist das Problem. Wir verlieren wieder. Und mit der komischen Ansicht kriege ich aber auch nichts. Und der war gut. Volltreffer. Fast ein One-Shot. Na, hätte können. Ist schwierig. Ah, das ist echt. Diese scheiß flachen Kurve. Ich ziele die ganze Zeit ein. Ne? Der macht nichts. Okay, jetzt kommen die aber gleich rum um die Ecke, ne? Oder wie habe ich das? Okay, TG lebt noch. Okay. Wo steht der denn? Blöd ist das halt. Okay, jetzt kommt er hoch. Irgendwie vorne hängen geblieben. Mist. Das steht irgendwo hier hinten rüber. Arti. Fragt sie nur, wo. Steht der hier eigentlich?
wir mal gewinnen. Zumindest können wir mal einen Kill machen. Okay, das sieht aber diesmal nach einem Sieg aus. Kann das sein? Das sei erstmal nicht so. Oh, wieder getroffen. Der arme Kerl. Zwei Kills? Sag mal was, heute. Ist nur noch einer da, ne? Aber da komme ich nicht hin. Ah, da komme ich nicht hin. Schade, jetzt bin ich hier falsch gefahren. Oder auch Zeit, aber mal gewinnen, ne? Ja, damit ist das schon mal mit dem Schaden und den zwei Kills ist das okay. Für das komische Ding. Machen wir wieder. Platz 3 ist das. Nein, ich will keinen M4A1 Tier 8. Biete mir mal was Günstiges auf Tier 2 an. Oder Tier 3. Ah, ja. Es ist halt. Ah ja, es geht schon so, ne? Der hat gar nichts getroffen. Komisch. Fleißig geschossen, aber nichts getroffen. Ja, der Arme. Irgendwie sieht mir das so aus, als wäre der ziemlich traurig dran. Dem PVL-11VV, den habe ich ja auch so böse erwischt gehabt. Na gut. Oh. Von abgeschlossenen. Ach, zerstören Sie ein Fahrzeug in einem Gefecht. Ende. Ach, da gibt es 15.000. Ja, wenigstens mal ein bisschen Kredit. Ist doch schön. So, dann machen wir das dritte noch. Dann machen wir die nächste Folge mit zwei Gefechten. Haben wir eins gewonnen, ist doch schon mal was. Oh, schon wieder Lakeville. Irgendwie scheint mir das ein bisschen arg. Oh, zwei Artis. Wir haben auch zwei Artis. Selben. 38H. Wir haben zwei, die haben einen.
gucken, wo die Sue hinfährt, wenn wir nicht beide im Tal spielen. Ich fahr trotzdem mal erstmal ins Tal. Vielleicht geht die anderswo hin. Kann ja immer noch anderswo hinfahren. Dass die andere hat die auch noch. Ich komme noch nicht drüber über den. Ja, der schießt da, wo die SU-18 ist hin. Wo ist denn jetzt die Arti? Da. Ist der denn hergekommen? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Na toll. Na toll. Ganz toll. Echt jetzt? Ja, mal gucken. Nimm mal diese scheiß Arti da weg. Was wird der denn hier? Ja, eigentlich.
geblieben. Sie hat gehauen. Oder steht hier noch dahinter? Also hat die sich da hingestellt? Oder hat sie sich jetzt verlegt? Ich will hier nicht so pomadig da anstellen. War zwar ein bisschen ärgerlich mit der Kamikaze-Aktion, aber damit hat er sie auch relativ aus dem Spiel genommen. So viel hat die gar nicht gemacht. Der hat auch nicht so viel gemacht. Mit 300, ich habe leider nicht so viel. Aber egal jetzt. Gewonnen ist erstmal gewonnen. Ist irgendwie manchmal so ein bisschen artig Spiel ist. Naja. Halt auch eine Kunst für sich, irgendwie die Intuition zu haben, irgendwie, das ist, weiß ich nicht, ist ein bisschen, das Gefühl fürs RNG zu haben, wie weit man daneben schießen muss, dass man treffen muss, dass man trifft oder so, ich weiß auch nicht, ist manchmal so ein bisschen lustig. Ich sag mal tschüss, bis zur nächsten Folge.